Ich gehe deswegen sofort über zu Tagesordnungspunkt 9. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs von CDU, Bündnis 90 Die Grünen zum Verbot von Totschlagfallen und zur Verlängerung der Geltungsdauer des Hessischen Jagdgesetzes. Das ist die Drucksache 5545 aus 20 zusammen mit Tagesordnungspunkt 104. Im dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Fangjagd praxisnah gestalten, moderne Technik fördern, Jagdverordnung anpassen, Drucksache 5612 aus 20. Und zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Müller-Witzenhausen für Bündnis 90 Die Grünen das Rederecht. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten, Herr Müller. Bitte. Ja, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, aus meiner Sicht wird das hier heute ein sehr guter Tag für den Tierschutz in Hessen. Das muss man eindeutig sagen, denn wir bringen heute etwas auf den Weg, was wir uns eigentlich schon lange gewünscht haben als Grüne. Und es ist auch ein guter Tag für die Regierungskoalition, denn wir arbeiten ein weiteres Stück gemeinschaftlich aus unserer Koalitionsvereinbarung ab. Um es vorwegzunehmen, eine entsprechende Regelung zum Verbot von Totschlagfallen im Bundesjagdgesetz hätten wir Grüne lieber gesehen. Aber da die Bundesregierung dieses Thema nicht angefasst hat und nicht tätig geworden ist, müssen wir dieses Verbot jetzt hier auf Landesebene auf den Weg bringen und regeln. Wir machen es dabei ähnlich wie die Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Saarland, die auch diesen Weg beschritten haben. Meine Damen und Herren, selten sind in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier im Hessischen Landtag bin, Gesetzentwürfe eingebracht worden, die so kurz und bündig das Wesentliche zum Ausdruck bringen. Der Kernsatz unseres Gesetzentwurfs lautet, abweichend von § 19 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesjagdgesetzes ist die Verwendung jeglicher Fanggeräte mit tödlicher Wirkung bei der Jagd verboten. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt und jeder versteht, was gemeint ist. Meine Damen und Herren, die Fallenjagd ist eine sehr alte Jagdform, wahrscheinlich sogar die älteste Form der Jagdausübung überhaupt. Aber die Fallenjagd hat heute nur noch eine marginale Bedeutung, zum Beispiel bei der Jagd auf nachtaktive Beutetiere, zum Beispiel Waschbären oder auch andere invasive Arten. Und insbesondere aber der Einsatz von Totschlagfallen, der hat sich längst überholt. Er ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr notwendig und entspricht nicht mehr den Vorgaben des Tierschutzes. Und das aus mehreren Gründen. Die Gefahr, dass bei dieser Form der Jagdausübung Tieren unnötig Leid zugefügt wird, die ist zu groß. Die Gefahr, dass Tiere gefangen und getötet werden, die gar nicht bejagt werden dürfen, ist auch zu groß. Das sind zum Beispiel Baumarder oder vor allem auch Haustiere. Eine Kontrolle, ob das Tier tatsächlich getötet oder nur verletzt wurde, erfolgt nicht zeitnah. Trotz aller Bemühungen, hier Verbesserungen vorzunehmen, z.B. durch die Alarmierung der Jagdausübungsberechtigten per SMS. Die technischen Lösungen sind zweifelsohne beeindruckend, aber sie sind nicht zuverlässig. Sachkundenachweise mögen hilfreich sein, aber auch sie wirken nur unzureichend und reichen nicht aus. Am Ende müssen wir erkennen, dass diese Form der Jagdausübung nicht mehr verantwortbar ist. Meine Damen und Herren, wir Grüne halten die Jagd für wichtig. Wir sehen ganz klar, dass mithilfe der Jagd notwendige Regulierung des Wildbesatzes in Feld, Wald und Flur erfolgen müssen. Und wir sind auch froh über jede Jägerin und jeden Jäger, die das verantwortungsvoll und zukünftig ohne Totschlagfallen machen. Nicht zuletzt aus der Diskussion um die gesellschaftliche Akzeptanz der Nutztierhaltung wissen wir, wie wichtig es ist, dass es zu Fragen des Tierschutzes einen akzeptierten gesellschaftlichen Konsens gibt. Und wir wissen, dass so ein Konsens auch gelingen kann und dass es gelingen kann, so einen Konsens herbeizuführen, auch wenn verschiedene Interessengruppen hartnäckig miteinander ringen. Ein Paradebeispiel ist tatsächlich die sogenannte Borchert-Kommission,
die das Ganze im Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung erfolgreich gemacht hat. Zu einem gesellschaftlichen Konsens bezüglich Tierschutz bei der Jagd wollen wir Grünen einen Beitrag leisten. Und deshalb steht im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen, dass wir ein Verbot der sogenannten Totschlagfallen im hessischen Jagdgesetz verankern wollen. Und das bringen wir jetzt auf den Weg. 70% der Bevölkerung wünschen sich ein Verbot der Totschlagfallen in Deutschland. Nur 19% möchten, dass diese Jagdmethode erhalten bleibt. Das hat eine Forsa-Umfrage ergeben. Umfragen sollten für die Politik nicht die alleinige Leitschnur für ihr Handeln sein. Aber wir kommen nicht umhin, sie in eine Abwägung mit einzubeziehen. Und jetzt, ich wiederhole mich jetzt, heute ist ein guter Tag für den Tierschutz in Hessen. Und ich hoffe, dass der Hessische Landtag nach den entsprechenden Beratungen diesen Gesetzentwurf dann auch zum Gesetz erheben wird. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Müller. Zum nachgereichten FDP-Antrag, da geht es ja ausschließlich um Lebendfallen. Da hat mir der Antrag selber keine neuen Erkenntnisse gebracht. Ich bin aber selbstverständlich bereit, oder wir sind dazu bereit, im Ausschuss dann entsprechend darüber zu diskutieren. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Zum Einbringen des zweiten mit aufgerufenen Antrags erteile ich Frau Knell für die FDP-Fraktion das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gehe direkt mal auf etwas ein, was der Kollege Müller gesagt hat. 70% der Bevölkerung wünscht sich ein Ende der Totschlagfallen. Leider ist das nicht unbedingt das, was die Menschen dann auch zu Hause praktizieren, weil alleine, wie oft ich schon angesprochen wurde, ach, wir haben da einen Marder, wir haben da einen Waschbär, kann man da nicht was tun? Und wenn ich dann sage, es ist aber gerade Schonzeit, ja, kann man das nicht umgehen? Also die Bevölkerung ist da flexibel, wenn es um Wildtiere geht oder um Tiere, die vielleicht auch zu Hause stören. Und wenn man anschaut, dass auch Mäuse fallen, Ratten fallen, es wird vergiftet, gut, finde ich ehrlich gesagt genauso schlimm. Darüber wird viel zu wenig diskutiert. Und es gab ja auch eine grüne Abgeordnete im Bayerischen Landtag, die aus Versehen die Maine Coon Rassekatze ihrer Nachbarin mit einer Marder-Totschlagfalle getötet hat. Auch schwierig. Aber gut, Sie haben recht. Es ist ein wichtiges Thema, die Fangjagd. Sie wollen Totschlagfallen verbieten. Das ist Teil des Koalitionsvertrags und das ist auch schon länger angekündigt. Und ich sage es auch gleich zu Beginn, auch wenn es den einen oder anderen vielleicht dann überraschen könnte, aber natürlich unterstützen wir Sie da ganz ausdrücklich. Und der Grund ist auch einfach. Zum einen ist die Jagd mit Totschlagfallen bereits ohnehin sehr streng reguliert. Die meisten Modelle sind ja bereits seit Jahrzehnten verboten. Und für diejenigen, die noch erlaubt sind, gelten sehr strenge Vorschriften. Sie müssen zertifiziert sein. Es muss sichergestellt werden, dass sich kein Mensch verletzen kann. Man muss auch sicherstellen, dass kein Tier in die Falle geht, das vielleicht zu groß ist und deswegen von der Vorrichtung nur schwer verletzt und eben nicht sofort getötet werden könnte. Es geht bei den Totschlagfallen ja hauptsächlich auch um die Jagd auf Marder. Und was man da schlicht nicht ausschließen kann, Herr Müller hat es eben auch gesagt, dass statt eben dem Steinmarder aus Versehen der geschützte Baumarder erlegt wird. Und das ist auch der eigentliche Grund. Weil eben diese Selektion nicht möglich ist, halten wir es für richtig, die Jagd mit Totschlagfallen zu verbieten, wie das ja auch in vielen anderen Bundesländern auch schon der Fall ist. Wenn ich aber Ihre Begründung lese und auch das, was Sie eben gesagt haben, werter Kollege Müller, auch das grüne Wahlprogramm zu dem Thema, wo dann von hochriskanten Totschlagfallen die Rede ist, da kann ich mir schon vorstellen, wie eben die Fangjagd auch bei den Grünen diskutiert wird, offensichtlich auch bei der CDU, wenn sie das mit unterstützen, und dass mancher da vielleicht auch ein bisschen Nachhilfe benötigt. Weil die Gefahr des langsamen Verendens, schreiben Sie ja auch in der Begründung, bei den aktuell noch erlaubten Totschlagfallen gibt es diese Gefahr nicht, weil das sind ja Abzugeisen, da muss das Tier den Köder mit dem Fang aufnehmen. Dazu müssen Kopf und Vorderkörper sich im Bereich des Schlagbügels befinden. Und da muss ich vielleicht auch nicht näher ausführen, was die Konsequenz ist. Aber ein langsames Verenden gehört da jedenfalls nicht dazu. Und § 19 Hessisches Jagdgesetz gibt es vor. Sofort töten steht da in Bezug auf Totschlagfallen. Langsames Verenden, das widerspricht jeglichen Grundsätzen der Weitgerechtigkeit. Und deswegen wird das in der Jägerschaft auch nicht praktiziert.
Wenn Sie also langsames Verenden verhindern wollen, dann hätten Sie dieses Gesetz nicht dafür gebraucht. Die Fallen, die manche auch im Kopf haben, wie das Tellereisen, die auf Druck auslösen, die sind zu Recht bereits seit 1995 EU-weit verboten und dürfen selbstverständlich auch nicht von Jägern eingesetzt werden. Aber nach diesem kleinen Ausflug in die Fachpraxis wiederhole ich noch einmal, wir stimmen Ihrem Ansinnen zu, Totschlagfallen zu verbieten, weil, wie gesagt, die Selektion nicht möglich ist und es zu Fehlfängen kommen kann. Meine Damen und Herren, die Begründung Ihres Gesetzentwurfs hat bei uns aber die Befürchtung geweckt, dass die Debatte hier in die falsche Richtung läuft. Mal schauen, was noch kommt. Deswegen rufen wir auch unseren dringlichen Antrag zur Fangjagd mit auf. Moderne Lebendfallen entsprechen nämlich nicht diesen Schreckensbildern und Mythen, die teilweise diskutiert werden und die auch dann in der Bevölkerung mit der Fangjagd assoziiert werden. Die Fallenjagd mit Lebendfallen leistet einen erheblichen Beitrag zur Niederwildhege. Die Jagdstrecken invasiver Arten wie beim Waschbär, Marderhund und Nutria würden wir nicht so sehen. Es ist nämlich kein geringer Anteil bei der Jagd, wenn es die Jagd mit Lebendfallen nicht gäbe. Und auch gute Projekte wie das Rebhorn-Projekt in Bad Zwesten würden nicht funktionieren, wenn nicht auch mit Lebendfallen gearbeitet werden würde. Ja, wir schlagen ganz konkret vor, die hessische Jagdverordnung zu modernisieren nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen. Die Fangjagd kann derzeit von vielen Menschen eben nicht ausgeübt werden, weil bei normalen Arbeitszeiten kann man nicht 2 Stunden nach Sonnenaufgang in den Wald fahren, um dann die ganzen Fallen zu kontrollieren. Und das braucht man eigentlich auch nicht, weil es schon moderne Fangmeldesysteme geben, die diese Arbeit abnehmen und man per App dann auch den Zustand gemeldet bekommen. Ja, sofort mache ich. Also, wenn wir diese Melder einsetzen würden, dann könnten wir auch die Kontrollen zusammenstreichen. Das würde die Fallenjagd auch für einen größeren Personenkreis zugänglich machen, würde besser für das Klima sein, weil man viele Kilometer sich im Wald erspart. Im Gegenzug wäre es aber dann eben gut, wenn das Land sich an der Anschaffung der Geräte beteiligt, z.B. eben dann aus Mitteln der Jagdabgabe. Ja, deswegen bitte ich um die Unterstützung für unseren Antrag. Satz. Vielen Dank. Ja, okay, danke. Ja, danke, Frau Knell. Ich hatte gerade den Eindruck, dass Sie noch zu einem neuen Argument ausholen. Für die AfD-Fraktion hat sich Frau Papst-Dippel zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Jagd an sich ist anders als vor 1000 Jahren nicht mehr notwendig, um die Ernährung von Jäger und Familie sicherzustellen. Jagd ist heute notwendig auf wiederkäuende Schalenwildarten, um Schäden von Wald und Flur zu verhindern und um einen möglichen Ausbruch beispielsweise der afrikanischen Schweinepest zu verzögern, besser noch zu verhindern. Lokal kann auch eine Regulierung von Vögeln, z.B. der Nilgans oder anderer Arten, notwendig werden. Daneben gibt es aber Tiere, die durch die klassische Jagd nicht mehr zu regulieren sind. Der Waschbär scheint ein solches Tier zu sein, das noch dazu gerne im städtischen Bereich auftritt und beeindruckende Schäden in Gärten anrichten kann. Der Waschbär landet zwar gelegentlich in Mülltonnen und kann dann auch aufgesammelt werden, meistens muss er jedoch gefangen werden. Werte Kollegen von den Freien Demokraten, zum Punkt 2 Ihres dringlichen Antrags hätte ich gerne Zahlen gehabt, die die Fangstrecken bei invasiven Arten durch die Jagd und die Fangjagd verdeutlichen. Weiterhin frage ich mich, ob tatsächlich ein größerer Personenkreis die Fangjagd betreiben würde. Die Fallen an sich sind recht teuer, und ob die in NRW offenbar verwendeten elektronischen Fangmelder im Hinblick auf den Tierschutz wirklich 100% verlässlich sind. Dazu hätte ich gerne auch noch ein paar Zahlen. Ich bin auf die Diskussion im Ausschuss gespannt. Zurück zum Gesetzentwurf. Bei Füchsen, die ebenfalls in eine Falle laufen können, muss momentan daran gedacht werden, dass der Fuchs Mäusepopulationen zusammen mit Beutegreifern zumindest etwas in Schach halten kann. Gerade die derzeit vielen Freiflächen im Wald aufgrund der Schadereignisse der letzten Jahre bieten Mäusen gute Lebensbedingungen. Eine Wiederbewaldung, auch durch Naturverjüngung, kann durch Fraßschäden erschwert werden. Gänzlich kontraproduktiv ist die Totschlagfalle in Bezug auf die geschützte Wildkatze, auch wenn diese nicht überall in Hessen heimisch ist.
Insgesamt muss aus Tierschutzgründen einem möglicherweise qualvollen Verenden von Tieren in einer Totschlagfalle eine deutliche Absage erteilt werden. Aus den genannten Gründen kann und sollte man dem Verbot von Totschlagfallen im Rahmen der Jagdausübung zustimmen. Lebendfangfallen dagegen können und müssen weiterhin z.B. in Ortslagen verwendet werden können. So wird auch bei der Jagd auf Waschbär, Marder und Fuchs in befriedeten Bezirken garantiert, dass Nachbars Katze ungefährdet bleibt. Die Jagd mit Totschlagfallen ist also nicht mehr zeitgemäß. Sie ist absolut verzichtbar, und wir freuen uns über diesen Gesetzentwurf. Danke sehr. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Lotz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Für die SPD muss sich eine zeitgemäße und naturnahe Jagd an waldökologischen Prinzipien ausrichten und den Erfordernissen des Tierschutzes gerecht werden. Fallenjagd ist aus unserer Sicht auf die unbedingt notwendigen Einsatzgebiete und Bereiche zu beschränken, wie etwa für den Artenschutz, wie es schon dargestellt wurde. Die SPD lehnt daher auch den Einsatz von Totschlagfallen ab. Zwar sind Totschlagfallen durch die Hessische Jagdverordnung sowieso so gut wie unmöglich gemacht worden. Frau Knell hat es erläutert. Deshalb befürworten wir es, dass das Verbot von Totschlagfallen nun Einzug ins Gesetz erhält. Dort, wo auch noch viele andere Punkte der Jagdverordnung aus unserer Sicht hineingehörten. Denn wir wissen alle, dass das Gericht der Hessischen Jagdverordnung viele fachliche Mängel bescheinigt hat. Zu einer naturnahen Waldbewirtschaftung gehört für die SPD auch durch verantwortungsvolle und tierschutzgerechte Jagd die Wildbestände so zu regulieren, dass gesunde und vielfältige Waldlebensgemeinschaften erhalten werden. Dafür ist oftmals der Einsatz von Lebendfangsystemen notwendig. Deshalb, meine Damen und Herren, sollte die Landesregierung den nächsten Schritt gehen und eine Förderung von digitalen Fangmeldern bei den Lebendfangsystemen sicherstellen, wie es auch die FDP in ihrem dringlichen Antrag fordert. Das kann aus unserer Sicht aus Mitteln der Jagdabgabe erfolgen. Auch muss im Sinne des Prädatorenmanagements geprüft werden, ob Lebendfangsysteme zum Artenschutz wie in der Vergangenheit wieder über die Naturschutzmittel finanziert werden können, da sie aus unserer Sicht rechtlich nicht dem Jagdrecht unterliegen, sondern eine Naturschutzmaßnahme sind. Meine Damen und Herren, leider, so habe ich gehört, hat die Förderung das Umweltministerium von den Lebendfangsystemen momentan zurückgenommen. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich mich noch einmal wiederholen. Die SPD ist gerne bereit und hat auch mehrfach angeboten, an einem modernen Jagdrecht mitzuarbeiten. Denn wir halten es nach wie vor für notwendig, das Jagdgesetz zu reformieren, am besten mit Hilfe einer breiten Öffentlichkeit, damit Naturschutz und Jagdverbände nicht erneut der Beliebigkeit ausgesetzt werden. Ich freue mich natürlich auch auf die Diskussion im Umweltausschuss über
den Gesetzentwurf und natürlich auch über die Dinge, die in Ihrem dringlichen Änderungsantrag die FDP vorgeschlagen hat. Danke schön. Danke, Herr Lotz. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Ruhl zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, eins vorweg. Für einen effektiven Artenschutz ist die Fallenjagd weiterhin erforderlich. Nur so können die Bestände von Beutegreifern wie Fuchs und Steinmarder, aber auch invasive Arten wie der Waschbär wirksam reguliert werden. Und nur so können andere heimische Arten wie Rebhuhn, Fasan, Feldhase und Co. geschützt werden. Denn eine Lebensraumgestaltung für diese Arten alleine reicht nicht aus. Beim Einsatz von Totschlagfallen kann es aber in Einzelfällen dazu kommen, dass trotz ordnungsgemäßer Aufstellung der Fallen das falsche Tier in die Falle gerät, beispielsweise ein Baumarder anstelle eines Steinmarders, das ist auch schon ein paar Mal genannt worden, oder dass in seltenen Einzelfällen die Auslösung der Falle nicht sofort tödlich ist, was zu unnötigem Leid beim Tier führen kann. Hessen verbietet daher mit dieser Gesetzesänderung die Totschlagfallen, da es mit den Lebendfallen, teils auch mit digitaler Unterstützung, und auch das ist mehrfach genannt worden, gute Alternativen bei der Fallenjagd gibt, die zudem selektiver wirken und Fehlfänge vermeiden, tierschutzkonform sind und unnötiges Leid verhindern. Mit dieser Gesetzesänderung verlängern wir die Geltungsdauer des ansonsten unveränderten Jagdgesetzes. Und ich freue mich auf die weitere Debatte im Ausschuss, bei der sich ja ein relativ breiter Konsens abzeichnet. Vielen Dank. Danke, Herr Ruhl. Für die Fraktion der Linken hat sich Frau Scheuch-Paschkewitz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit einem Lob einsteigen. Endlich. Endlich bringen Sie ein Gesetz auf den Weg, die grausamen Totschlagfallen zu verbieten. Gemeinsam mit Tierschützerinnen und Tierschützern fordern wir dies schon lange, nachdrücklich und zweifelsfrei berechtigt. Und wir müssen uns fragen, warum das so lange gedauert hat. Mit der Verzögerung sind immer wieder Tiere in den Fallen qualvoll verendet, weil die Fallen eben nicht immer sofort töten. So steht es ja auch in Ihrer Begründung. Was dort nicht steht, diese Fallen töten eben alles, was reinläuft oder reintappt. Artgeschützte Tiere, Hauskatzen und andere. Es wurde Zeit, dass dieser grausamen Jagdpraxis ein Ende gesetzt wird. Was Sie mit dem vorliegenden Gesetz allerdings auch machen, ist, das hessische Jagdgesetz ansonsten so beizubehalten, und wie es ist, und zu verlängern bis zum Ende 2024. Das stand in Ihrer ursprünglichen Gesetzesüberschrift nicht drin. Das hat die Verwaltung korrigiert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch damit müssen wir uns inhaltlich beschäftigen. Denn es gibt noch einiges, was nicht nur auf den Prüfstand, sondern aus unserer Sicht. Augenblick mal eben. Herr Kaufmann, Sie haben ein so volltönendes Organ. Danke, verstanden. Es gibt noch einiges, was nicht nur auf dem Prüfstand, sondern aus unserer Sicht längst abgeschafft gehört. Der Hessische Tierschutzbeirat, uns ist auch bewusst, dass sie die Beschlüsse nicht mit höchster Priorität umsetzen, hat unter anderem schon im Jahr 2014 eine Abschaffung der Fallenjagd gefordert, also auch der Lebendfallen. Mit den Lebendfallen werden Tiere gefangen, die nicht gefangen werden sollten, wie zum Beispiel artgeschützte Tiere. Weiterhin können Tiere durch Fehlfunktion und Fehlbedienung der Fallen verletzt,
sowie durch zu langes Verweilen Stress ausgesetzt werden. Auch kann es bei lebend gefangenen Tieren zu unsachgemäßer Tötung kommen. Das Freilassen lebend gefangener Tiere an anderen Orten kann außerdem zu Leid und zum Tod der Tiere führen. Denn ein beliebiger Ort stellt meist nicht das adäquate Biotop dar, wodurch es unter anderem zu Kämpfen mit bereits dort lebenden Tieren kommen kann. Des Weiteren gehört der Haustierabschuss abgeschafft. Viele Tierschutzverbände kritisieren den unnötigen Abschuss von Katzen und Hunden durch Jägerinnen und Jäger. Es sind jährlich in Hessen Hunderte. Hunde werden oft voreilig wegen Wilderei getötet, ohne dass es zuvor weniger dramatische Mittel gegeben hätte, etwa Gespräche mit den Hundehaltern oder eine Anzeige wegen der Jagdstörung. Ich hoffe sehr, dass wir in einer Anhörung Gelegenheit haben, zu diesen Punkten Stellungnahmen von Expertinnen und Experten einzuholen. Wir müssen endlich dem Staatsziel Tierschutz auch im hessischen Jagdrecht Geltung verschaffen. Zum Loblied der FDP zur Bejagung der Beutegreifer mit Fallen noch Folgendes. Seit 1930, als 4 Exemplare der Waschbären am Edersee ausgesetzt worden sind, bis zum Jahr 2015 durften Waschbären in Hessen ohne Schonzeit, also ganzjährig, bejagt werden. Und was war das Ergebnis dieser Bejagung? Die Tiere haben sich so stark ausgebreitet, dass sie jetzt als invasive Art gelten. Wo ist da der nachgewiesene Effekt der ganzjährigen Bejagung? Die Waschbären dienen doch als Sündenbock, und die Debatte lenkt auch nur von den eigentlichen Problemen und Verursachern des Artensterbens ab. Klimawandel, Verlust von Lebensräumen, Pestizideinsatz und Überdüngung. Die fehlgeleitete Agrar- und Umweltpolitik ist doch die Hauptursache für das Artensterben. Waschbär oder Nutria sind nicht die Verursacher des Artensterbens. Sie sind die Opfer der Lobbyarbeit der Agrarindustrie. Und die Jägerinnenschaft freut sich darüber. Kommen Sie bitte jetzt zum Schluss? Ja, noch zwei Sätze. Ich weiß, die Jägerschaft tut sich schwer, das zu akzeptieren. Aber auch jagbare Arten sind dem Staatsziel Tierschutz geschützt. Das Töten von Wirbeltieren ist nicht mehr Grundloses Töten von Wirbeltieren ist nicht mehr erlaubt. Wir müssen andere Wege finden, um mit dem Waschbären zu leben. Vergrämungsmaßnahmen und Fütterungsverbote. Denn so geht es nicht weiter. Vielen Dank. Danke, Frau Scheuch-Paschkewitz. Für die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße diesen Gesetzentwurf zum Verbot der Totschlagfallen sehr. Und noch mehr freut es mich, dass es so eine große Mehrheit gibt im Hessischen Landtag, der diesem Gesetzentwurf in seiner Aussage zustimmt. Es ist richtig, vermeidbarem Tierleid in Hessen ein Ende zu setzen. Das Tierschutzgesetz fordert nämlich, dass Tiere nur getötet werden dürfen, wenn dafür auch ein vernünftiger Grund besteht. Und Tiere ohne Grund zu töten oder zu quälen, ist zu Recht aus ethischen Gründen verboten. Es darf also nur genau das Wild erlegt werden, für das auch gerade Saison ist, und das nicht das ganze Jahr einer Schonzeit unterliegt. Und genau das kann eben mit Totschlagfallen nicht immer gewährleistet werden. Aufgrund fehlerhaften Auslösens können auch Tiere getötet werden, die gar nicht bejagt werden dürfen, entweder grundsätzlich nicht oder zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das kann neben einem Verstoß gegen jagdrechtliche Bestimmungen auch ein Verstoß gegen Artenschutzrecht sein. Bei keiner anderen Jagdart wie der Fallenjagd kann so wenig kontrolliert werden.
was gejagt und was gefangen wird und welche qualvolle Zeit das Tier verbringt, bis es gefunden wird. Und auch wenn es nicht so häufig vorkommt, Gott sei Dank, aber es kommt leider vor, dass ein Tier nur mit der Wirbelsäule eingeklemmt wird und dann ein mitunter langer und qualvoller Todeskampf beginnt. Es ist wichtig, dass solch vermeidbares Tierleid für Hessen künftig abgestellt wird. Das Verbot hilft auch, dass gefährdete Tiere wie Baummarder oder Wildkatze vor Fehlfängen bewahrt werden. Es ist ja widersinnig, dass Tiere auf der einen Seite unter strengen Schutz gestellt werden, auf der anderen Seite in Kauf zu nehmen, dass sie bei der Verwendung von Totschlagfallen verletzt oder gar getötet werden. Und auch der Elterntierschutz kann bei Totschlagfallen nicht gewährleistet werden. Eine Totschlagfalle kann nicht unterscheiden, ob es sich um ein Elterntier handelt oder um ein Jungtier. Wird aber ein Elterntier in der Falle getötet, dann bekommt das Jungtier nichts mehr zu fressen und muss dann ebenfalls sterben, qualvoll zum Teil. Und das sollte nicht passieren. Invasiven Arten wie Waschbär und Marderhund zu regulieren, sieht unser Jagdgesetz und auch die Jagdverordnung weiterhin die Verwendung von Lebendfallen vor. Bei einem Fehlfang und zeitnaher Kontrolle kann das Tier hier wieder in die Freiheit entlassen werden. Und deswegen ist diese Art von Fallen auch weniger problematisch. Wir haben eine Regelung in Hessen, dass Lebendfallen regelmäßig besucht werden müssen und untersucht werden müssen, ob sich Tiere darin befinden, damit sie wieder freigelassen werden können, wenn es sich um Fehlfänge handelt. Das ist richtig so. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man mit elektronischen Sendern das zusätzlich macht oder stattdessen, wenn es der Erleichterung von Jägerinnen und Jägern dient. Allerdings ist die Jagdabgabe eine Zwangsabgabe, ich sage jetzt einmal dieses böse Wort, und eine solche Abgabe, und das ist höchstrichterlich entschieden, darf nur dafür verwendet werden, dass dann auch die Allgemeinheit der Jägerschaft und zumindest einmal die Mehrzahl davon profitiert und nicht einige Ausrüstungsgegenstände für wenige finanziert werden. Also, dieses haben wir rauf und runter diskutiert bei der Abfassung der Richtlinie für die Jagdabgabe, die ja dann auch in Kraft getreten ist. Und ich bin gespannt auf die Argumente in der Diskussion im Ausschuss noch zu diesem Punkt. Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und auch das Saarland haben die Verwendung von Totschlagfallen vollständig oder weitgehend aufgehoben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass Hessen gleichzieht, und mit diesem Gesetzentwurf tun wir das. Das ist wirklich ein guter Tag für den Tierschutz. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir überweisen damit Top 9, also die erste Lesung des Gesetzes in den Gesetzentwurffraktionen der CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gesetz zum Verbot von Totschlagfallen und zur Verlängerung der Geltungsdauer des hessischen Jagdgesetzes mit Top 104, dem Dringlichen Antrag der Freien Demokraten, Fangjagd praxisnah gestalten, moderne Technik fördern, Jagdverordnung anpassen, zur weiteren Beratung an den Umweltausschuss.